Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Ja, wie ihr seht, bin ich heute nicht an meinem Schreibtisch und ich bin auch nicht alleine. Ich bin heute bei Grit zu Besuch. Ihr könntet sie kennen als Suki001. Genau, und ja, wir waren heute schon zusammen in Berlin unterwegs, haben uns schon unsere Journals vorgeführt, waren schon shoppen und ja, wir haben gedacht, wir nehmen euch jetzt mal ein bisschen mit. Ja, hallo Grit. Hallo Anne. Ja, genau. Also keine Ahnung, was das jetzt hier wird. Ich werde euch sicherlich zeigen, was ich zumindest geshoppt habe. Kann auch zeigen, was ich geshoppt habe. Genau, und Grit hat so ungefähr ihren halben Schreibtisch, glaube ich, hier parat gelegt, damit sie uns und euch ein paar Sachen zu ihrer Aufbewahrung zeigen kann. Ich war schon ganz begeistert und habe schon ganz viele Stempel angeguckt heute Morgen. Und ja, von daher lasst euch berieseln, würde ich sagen. Gut. Fängst du an zu zeigen und ich Ja, bereite kann ich mich vor. machen. Wir haben ausgemacht, dass wir jeder für den anderen eine Hubonichi-Seite Ja, stimmt. gestalten. Stimmt. Muss nach da zeigen, dann ist es richtig rum. Genau. Grit hat nämlich dieses coole Cover. Ja, da hast du mir Bescheid gesagt, als das gekauft wurde. Okay, Ja. du fängst an mit Genau. denen und ich suche mal raus, was ich. Genau. Ich stehe mal auf, weil sonst sehe ich nicht, was ich zeige. Nebenbei könnt ihr euch Grits Aufbewahrung angucken. Also es ist hier heute wahrscheinlich Reizüberflutung, aber. Ja, also ich war heute Morgen bei Sostrene. Am Berliner Hauptbahnhof gibt es jetzt nämlich einen Sostrene. Wusste ich nicht. Ja, was habe ich mir gekauft? Fangen wir mit den Stempeln an. Ich habe mir diese Stempel gekauft. Die fand ich irgendwie cool. Und die sind sogar, ups, vorausgeschnitten. Die haben gekostet, wer das wissen möchte, 3,36 €. Dann habe ich diese Stempel gekauft. Das sind so kleine Buchstabenstempel. Die fand ich auch total süß. Die hatte ich schon bei einer Freundin gesehen. Oh, sind einfach so Buchstabenstempel. Genau, die haben gekostet. Oh Gott. 6,32 €. Das ist gar nicht mal so billig, oder? Naja. Dann habe ich ein blaues Washi, nein, ein weißes Washi-Tape mit blauen Punkten gekauft. Und noch ein Tape mit Kreisen, weil Kreissticker gab es nicht. Oder ich habe sie nicht gesehen. Dünne Pinsel und eine Palette für Aquarellfarben. Und ein Origami-Block. Den fand ich auch ganz cool. Hier sind echt eigentlich ganz schöne Papiere drin. Irgendwo war so ein buntes, das hier fand ich ganz cool. Hier war noch eins irgendwo. Das hier. Ja. Genau. So viel zum Sostrene Grene. Und das habe ich bei Grit abgestaubt. Das ist ein altes Sticker-Set von, wie hieß Dani der? H. Dani H. Ich fand das so cool. Passt zum Hubonichi-Release, oder? Ja. Total. Gut, was habe ich gekauft? Oh ja, jetzt können wir überleiten zum Ach so. Maido Okini Shop. Ja, fängst du an oder fange ich an? Ja, Jetzt. also das ist, wie heißt das, ein Pop-Up-Store im Bikini Berlin. Ein japanischer Schreibwaren-Gedöns-Store. Ich glaube, ein paar haben das vielleicht schon mitgekriegt. Ich glaube, Pipi Krumulus und so waren schon mal da. Und ja, ich musste natürlich auch hin, ist klar. Ja, fang ruhig an, Till. Okay, also ein kleines B6 Echt, ist Notizbuch. das B6? Ja, steht hier. Ah Also ja, so lesen sollte, hilft. ne? Lesen Weiß ich hilft. nicht, ob man das. Warte. Ja, kann man irgendwie sehen. Und schaut euch das Karo an. Es ist ein 2 mm Karo in Rosa auf Creme. Nicht, dass ich ein Notizbuch bräuchte, aber genau. Rechtfertigung für ein Notizbuch gibt es, glaube ich, immer. Immer, ja. Grundsätzlich. So, das hier. Dann, warte. Grit war ja schon öfter da, muss man dazu sagen. Das Notizbuch kostet 6 €. Dann habe ich Panda-Sticker. Ja.
sind ein bisschen goldvoll. Und ich wollte einmal diesen Klebestift ausprobieren. Den hatte ich noch nie. Kennt ja jeder, glaube ich, außer mir. Andere Seite. Ah. Ich verstehe nicht, warum der oben rund ist, ehrlich gesagt. Vielleicht machst du schon mal weiter. Jetzt kommt die Geruchsprobe. Es geht jetzt. Aber hast du jetzt den grauen? Mhm. Ja. Ja, er ist weiß. Oh, der riecht toll. Zeig mal. Oh ja, der riecht, aber der blaue riecht auch so, den ich habe. Ich habe den großen blauen. Ich habe ein bisschen Angst gehabt. Ja, ich glaube nämlich, oh, das müssen wir auch noch sagen. Ach so. Eigentlich wären wir heute zu dritt gewesen. Unser lieber Planer Buddy Dine, alias Mondkalender, ist leider krankheitsbedingt abwesend, was sehr schade ist. Liebe Grüße gehen raus. Dine, du hättest dich, glaube ich, auch sehr wohl gefühlt in diesem Bastelgeschäft. Und Dine hatte, glaube ich, irgendwann mal gesagt, dass der graue nach Mücke riecht. War zumindest meine Erinnerung. Oder es gibt, glaube ich, noch eine dritte Farbe. Ist jedenfalls okay. Mit Gerüchen ist ja immer so ein Ding. Ja. Aber liebe Dine, so kannst du wenigstens hier auch ein bisschen teilhaben. Genau. soll ich noch sagen, also diese Sticker. Schnäppchen ist es nicht. Die kosten 3,50. Das kostet 6. Und der Stift 2. Also. Ja. Dafür ist es halt vor Ort und man kann es anpassen. Ja, okay. Also ich bin ein bisschen mehr eskaliert. warte, ich stelle mich mal wieder hin. Ich habe mir erstmal ein A5 Clear Cover von Midori gekauft und habe mir, Grit war so schlau und hat die Verkäuferin gebeten, ob sie die Sticker vom Shop auf so ein Plastik kleben kann. Das habe ich dann gleich mal nachgemacht. Ja, einfach dieses Clear-Cover, was ich gerne benutze. Ups. Ich nehme das mal ja, weg. Du kannst. Ja, das korrigieren wir dann. Alles gut. ja, ich fange vielleicht mal mit den Stickern an. Ups. Also, erstmal habe ich mir hier so Beeren. Ich weiß gar nicht. Oh Gott, das sind 40 Stück hier drin. Also, ganz günstig waren die Sachen nicht. Ne? Also, diese Bärchen, das sind 40 Stück, die haben jetzt auch 5 Euro gekostet. Ach, die sind auch nochmal eingepackt. Ist ja clever. Ich wollte jetzt zumindest mal angucken. Also hier sind so coole Bärchen drin. Da kam ich natürlich nicht dran vorbei, ne? Guck mal. Ich weiß nur nicht, sind das Sticker? Ja! Cool. Guck mal, das sind Sticker. Oh, ein Winterschlafbär. Du kannst ja auch welche rausnehmen. da kann man den Rand halt auch gut drumherum wegschneiden. Mhm. Ist jetzt nicht so. Guck mal, Babys. Mhm. Voll süß. Ja. Die sind echt cool, ne? Das hier packe ich auch schon mal aus. Ich glaube, das hier sind Sticky Notes. Und den fand ich irgendwie cool, weil wir ja momentan auch so oft Burger machen. Auch alles Mindwave, ne? Also die hatten richtig viel Mindwave und MT und wenn es geklappt hat, habe ich euch ein paar Schnipsel eingeblendet. Nee, guck mal, das ist ja gut. Ich hasse nämlich Sticky Notes, weil die immer kleben an einer Stelle. Ja. Ach, toll. Die sind auch so ganz glatt. Cool. Cool. Schönes Papier. Ja, kannst auch welche haben. Grit hat sich schon durchgeschnorrt heute. Nein. Das ist der. Wie nennt man das? Die Steuer, weil ich herkomme? Vergnügungssteuer. Für die Gastfreundschaft. ich habe 2 Sticker-Sets mit Sushi gekauft für eine Freundin, die demnächst Geburtstag hat. Dann habe ich hier diese Vögel. Das ist Grits Stuhl, der quietscht. Oh Gott. die fand ich auch total toll. dann habe ich mir 2-mal dieses Set hier mitgenommen. Och, waren die eigentlich auch Mindwave? Ja, klar. Es ist einfach ein Bär, der kocht. Also, wie cool, bitte. Bären sind ein Thema. Ja, und dann noch diese beiden Sets. Das sind Clear Sticker, glaube ich. Ja. Genau, und dann sind hier noch einige Tapes eingezogen.
Einmal dieses MT-Tape. Da hat mir die Farbe einfach gefallen. Und es ist gestreift. Dann habe ich mir dieses Tape mitgenommen. Mit so einem Karo-Muster. Das fand ich auch irgendwie mega. Dann, ich habe jetzt ehrlich gesagt keine Lust, die auszupacken, weil ich muss ja auch noch Gridseite gestalten. Diese beiden fand ich auch total cool. Dann hier noch, ach so, diese ausgeschnittenen Mindwave-Tapes. Das hier werde ich allerdings verschenken mit diesen Efeu-Ranken. Und hier ist, ups. Hier ist noch eins mit so Pflanzen. Ich glaube, man sieht das jetzt gar nicht so gut. Und halt hier Steine. Also, ja, wahrscheinlich habt ihr die meisten auch schon gesehen. Und dann gab es dieses Clear-Tape mit den Häusern. Das hatte ich schon mal. Das habe ich verkauft und mich geärgert. Jetzt hatte ich Glück, es gab es nochmal. Yippie! Und, also ich muss echt sagen, ich war völlig erschlagen in diesem Laden. Also, es war so cool. Es war so cool, aber es waren einfach so viele Sachen. Gut. Ja, ich muss ja auch deine Seite gestalten gerade, ne? Hier. Aha, ja. Ich mach das hier mal. Das ist ein bisschen platzen, ne? Ja. Ich weiß auch nicht, ob du noch was. Ich schmeiß das mal alles hier rüber. Kann das hier in die Mitte stellen. Ach stimmt, da ist jetzt eine Lücke. Sieht es dekorativ aus. Ist das So. ganz im Bild? Ja. Ja, also gut, ich fange einfach mal an. Kann ich mir meine Schablonen klauen? Ja, bitte. Ich Das ist weiß nicht, wann natürlich ich. mein Reisesticker-Set, was ich mir mit Anni ausgedacht habe. Wo ich Anni gesagt habe, wir brauchen unbedingt ein Reisesticker-Set. Ja, irgendwer hatte doch schon kritisiert, dass da die Inseln nicht drauf sind. Na, irgendwie muss man halt weiterdenken, wenn man. Ja, ich bin jetzt auch überfordert, was ich bei dir hinmachen soll. Ja. Ich habe gedacht, ich mache Planer-Buddy-Besuch Genau. mit den Schablonen. Und Willst du eine dann. Unterlage? Ist irgendwo ein Pencilboard oder so? Weiß ich gar nicht. Ja, hier hast du eins. Gut. Jetzt klappe ich einfach mal. Jetzt können wir mal nebenbei plaudern, Grit. Was sagst du denn zum Hobonichi-Release? Ich sag mal so, getroffen und versenkt, ne? Ich habe mich so ein paar Tage ganz sicher gefühlt, so, ne? Und also unverdrossen kann ich ja jedes Jahr wieder denken, nee, da ist nichts dabei. Ja. Ich fasse mal zusammen, Stand heute hat sich das geändert. Und ich muss maybe vielleicht. Also Minapahun, Ja, das also ist hier so Jelly Beans, ne? dieser Style, Das ist das Peace Cover, das ja dieses ne? Jahr zum allerersten Mal nicht im Lotterie-Sale, sondern man kann es kaufen. Das ist schon irgendwie ganz cool, ne? Ja. Aber die Frage ist, ob das dann auch voll schnell ausverkauft ist. Es ist noch nicht mal, der Verkauf hat noch nicht mal angefangen. Ich habe schon Reichweitenangst, ne? Ehrlich? Ja. Aber es ist Also das so ein. wenn in dem Moment, wo ich innerlich die Entscheidung getroffen habe, was mir gefällt, von dem Moment an habe ich Reichweitenangst. Also ist für dich schon eine entschiedene Sache, dass du das Peace Cover haben möchtest. Also, na, was gesetzt ist, ist Mina Perhon oder was ich gerne hätte. Ist das Mina Taron Tambourine. Das ist dieses mit diesen Kreisen, ne? Genau, das ist Hatte das so einen, diesen weiß-hellblauen Hintergrund irgendwie? ja, in so Pastell Oh, ja. Jelly Bean Muster. Ah, okay. Und der weg wahrscheinlich wieder, oder? Der Kasten. Ja, du hast ja gesehen, was hier jedes Mal. Ja.
Wir können den Backstein ja nachher nochmals in so vom Büro. Hm? Wir können den Backstein von der Größe ja mal ins Bild halten nachher. War das jetzt richtig? Planner mit einem R, N? Ich glaube schon, egal. Ich glaube, es geht beides, ne? Jetzt steht's da. Jetzt ist eh zu spät. Das ist Reden und Schreiben. Hm. Das ist schwierig. Das kriege ich da jetzt auch nicht mehr hinter. Na gut, kommt's in die nächste Zeile. Ja. Okay. Was haben wir heute noch so getan? Also wir haben uns tatsächlich recht früh getroffen, fand ich. Was ja irgendwie nett ist, weil man dann ein bisschen einfach nicht gleich so einen Druck hat, ne? Ja. Die habe ich auch bei Mado Klinik gekauft. Was ist da? So Fineliner, irgendwie water-based. Oh. Sick. Aber sind die wasserfest? Ja. Oh. Dann ist das wahrscheinlich hier. Ich habe ja diese Mikron. Das ist wahrscheinlich das Pendant dazu, oder? Ja, und tatsächlich, also ich bin mit dem Zug gekommen. Der Zug war heute Morgen pünktlich. Man glaubt es kaum. Und ja, ich hoffe, dass das auf dem Weg nach Hause so bleibt. Planer Buddy. Buddy, oder? Hm? Das ist ein bisschen peinlich. Ich habe in meinem, also wenn du zurück, nee, aber wenn du zurückblättern würdest, es sind einige Buchstaben, die fehlen könnten. Zu viel mache ich selten. Ja, das ist dann aber auch so, wenn du so meditativ da drinne bist, hast du gar nicht mehr mit, dass du dich verschrieben hast. Aber es ist ja nicht mal mein eigener Hobonichi, deswegen will ich das jetzt hier nicht verkacken. Oh, ich würde es nicht verkacken, denn ich würde es individualisieren. Das ist eine nette Umschreibung. Das ist wirklich eine nette Umschreibung. Ja, ich musste hier von den Tapes auch noch gleich was abmachen. Die La Dolce Vita Tapes. Nicht, dass ich sie aus Versehen hier vergesse. So. So. Upsi. Okay. Ich weiß noch gar nicht, was ich jetzt dir hier hin tun soll. Ja, das ergibt sich schon gleich. Das sagst du immer so. Wir haben heute Morgen Grits selbstgemachte Limonade getrunken. Ja. Wer das Rezept sucht, es gibt ein Reel auf Grits Instagram-Account. Aber nee, es ist ja nicht verbunden. Ich kann radieren, ne? Ist nicht mit der Kamera verbunden. Nee, wackelt nicht. Grit hat nämlich auch voll das coole Stativ. So was muss ich mir auch mal anschaffen. Ich habe echt überlegt, weil mein Stativ ist so im Eimer. Das ist jedes Mal ein Krampf. Ich habe so keine Lust mehr zu. Nicht was zeichnen. Was sind das für Stifte? Das sind die Albrecht Dürer, die sind wasserformbar. Sind das die Uli auch hatte in ihrem Video? Diese Albrecht Dürer Aquarellstifte? Mhm. Oh, cool. Vielleicht kann ich dir hier irgendwie so einen Bären hinkleben. Hm. Warte, es gab hier doch so einen Zweierbär. Hm. Das wäre doch was. Mhm. Ja, Leute, ihr könnt natürlich mal kommentieren, was ihr zum Hobonichi-Release sagt. Achso, man müsste ja noch ein bisschen genau das Release allgemein reden. Ja, aber ich muss ehrlich sagen, ja, in dem Moment, wo ich mich entschieden habe, ist der Rest egal. Also, er wird auch ganz schnell
Ja, aber ist doch eigentlich gut. Ja, das Peace Cover hat, also da ich immer weg bin, also ich nehme es ja nur als quasi Journal sozusagen, ne? Nicht zum Planen, sondern wirklich nur zum Journal. Brauche ich jetzt, also wird ja auch immer ziemlich dick. Also kann ja mal kurz zeigen, Kannst du so. mal so quer einmal reinhalten? Warte, so. Also es ist jetzt nur Januar bis Ende Juni, ne? Genau. Ja. Und dann lege ich es auch immer irgendwie ab. Also ich habe jetzt so irgendwie, hast ja gesagt, ich soll auch so Archivzeugen immer Ja. in so Kartons. Also Und Grit hat dann hier so coole Aufbewahrungssachen und das ist halt einfach. gibt noch mal das Datum, weil so steht es im Regal hier unten. Ne? Und es gibt Nummerierung. Und Ja. dann hat er hier ist immer ein Klettband eigentlich, was dazu gehört. Und dann Es kommt um den Hobonichi. genau, Ja, also um den okay. Karton. Ne? Ja. Es ist natürlich auch cool, wenn ich Nichi-Kartons habe, aber nicht alle kommen in Kartons. Und ich glaube, das ist nur ein Kreis. Ne? Ja. Genau, und aufgrund dessen brauche ich halt zwei Cover, weil ich im AVEC journal. Wie ärgerlich. Und dann dachte ich so, naja, ich habe ja auch noch eins in petto, Ja, aber welches denn? ich habe gerade auch auf Kleinanzeigen habe ich auch ein altes Peace Cover gekauft. Ah, dieses Peace Cover. Aber jetzt das Neue hat natürlich sehr schöne Formen. Ne? Okay, hier geht der Sticker so mäßig gut von ab. Aber es geht. Es ist machbar. Der kommt jetzt hier rein. Passt das überhaupt? Ja, ansonsten ist es heute sehr heiß. Wir haben uns natürlich den heißesten Tag in der Woche ausgesucht. Aber hier drin ist eigentlich. Es geht. Es geht. Man muss aushalten. Ja, was ich noch sagen wollte, ich finde den Hon total schön. Wie heißt dieser Künstler? Hiroku Kubota? Keine Ahnung, es ist so eine nächtliche Szene mit einem Fuchs auf dem Fahrrad oder so. Weißt du, was ich meine? Den finde ich richtig schön. Und ich muss halt auch schon sagen, dass mir bei dem Hon einfach das Hardcover sehr gut gefällt. Aber mir gefallen halt nicht hier diese. Ah, du hast ja sogar die japanische Variante, sehe ich. Gibt es den da weg nicht in Englisch? Doch, er hat ein bisschen anderes Karo, glaube ich, ein bisschen groß. Ich bin, weiß nicht, ich habe immer die japanische Variante. Okay. Alex nannte das mal den Japan-Faktor. Und der Japan-Faktor hat mich schon fest im Griff, muss ich sagen. Ja, okay. Ich brauche das ja Aber. nicht so, bin ich ehrlich. Kommt noch, wa? Ich sehe dich da auf einem guten Weg. Ja, also Grit und ich haben uns ja das letzte Mal in echt vor einem guten Jahr getroffen. Und da habe ich mir Grit so Bonichis angeguckt und ich war so, ja, ist voll cool, aber werde ich nie und nimmer selbst machen. Ja, ein Jahr später sitzen wir hier. Ist ja Bescheid, ne? Ja, das hier ist meine bescheidene Sammlung, die ich mir mitgebracht habe. Ich wollte noch viel mehr mitbringen, aber irgendwie war der Rucksack sehr schnell voll. Kannst du damit was anfangen? Nee, die haben So. weißen Hintergrund, oder? Ach, hier ist nur mal ein, brauchst du einen Zugstempel? Zu spät, wa? Ja gut, hier wird es hinpassen. Ja, muss ja nicht. Ich hätte den einfach reingeschmissen. Ach so, und ich habe hier auch noch, warte mal. Hier, diese hier. Nein, sind die süß. Oh Gott. Das sind diese Kuru Kinki, diese Mini. Die sind auch immer so filigran und Also, schön. die kann man halt echt mal hier gut so als Lückenfüller verwenden, ne? Wenn du brauchst, hier gibt es auch noch Stempelraum, ne? Ja, ich habe hier noch ein bisschen Stempelzeug mitgebracht. Und heute Mittag, das war auch voll cool, hat Grit uns Mittagessen.
vom Pesto-Dealer organisiert. Das war extrem lecker. Das war ein Pasta-Gericht. Hat mir gefallen. Suchst du was Bestimmtes? Nee, ich suche nach Inspiration. Irgendwie, weiß ich nicht. Ich habe gerade die Idee gehabt, man könnte ja auch mal kombinieren vielleicht. Gucken, ob man eigentlich später mit einem Baum versehen könnte oder so, vielleicht. Ja, warum nicht? Vielleicht. Why not? So, kann ich dir auch einfach was schreiben? Ja, bitte. Also, weil dann ist das halt so eine Seite, wie ich sie bei mir auch gestalten würde. Aber es würde mich total freuen. Okay. Mal nur absprechen, dann muss ich ja reden. Ne? Ich habe im Moment, ich bin auch irgendwie gerade so ein bisschen überfordert. Ich muss. Wir können sonst auch pausieren und wir zeigen das Ergebnis oder so. Ja, im Moment geht's noch. Ich stehe jetzt bemüht, um es mal mit Claudias Worten zu sagen. Oh, ich könnte natürlich hier einen von den Planern hinkleben. Zum Planer. Ich kann dir. Oh, du hattest doch diesen Hobonichi-Stempel. Ja. Kann ich den haben? Die beiden? Warte mal, ich gebe dir mal. Kannst du das selber rausnehmen? Danke. Könnt ihr schon einen Sneak Peek auf Grits Schubladen? Die sind auch voll groß. Mhm. Ich hatte auch schon. Hast du den noch nie benutzt? Vielleicht. Ich stell das mal hier hin. Don't judge me. Nein. Mach ich nicht. Ich hatte mit denen auch schon geliebäugelt. Ja? Ja. Den hat mir eine Freundin, die ist ja aus. Also, die waren in Japan, die hat mir den von Hobonichi mitgebracht. Ach, die hat mich gefragt, was ich mir wünsche. Und ehrlich gesagt, ich wusste überhaupt nicht, was ich mir wünsche. Ich weiß ja nicht, was es gibt. Nee, schwierig. Finde ich. Also, dann steht man da so und denkt so: Hä? Was? Was? Was soll ich tun? Was soll ich tun? Du hast alle Möglichkeiten und ja, hast irgendwie. Und weißt es gar nicht. Ja, irgendwie so. Und dann habe ich mir den Stempel gewünscht. Der hast du braune Stempelfarbe? Ah, hier. Jetzt haben wir uns hier schon mal hinzugebastelt. Ja. Was kann ich denn mal? Den Faden verloren, aber ist egal. Die Freundin, die dir das aus Japan mitgebracht hat? Ja, na jedenfalls habe ich mir dann diese Stempel gewünscht. Dann dachte ich so, ach. Ja, aber die sind doch, also ich finde die jetzt hier. Ach, das weiß, oh Gott, ich dachte, das wäre hellbraun. Das ist, glaube ich, warte mal, das ist braun, ne? Ja, das ist das helle Braun. Okay. Das macht auch noch ein dunkles. Nee, ich möchte das. Hm? Willst du mal Probe irgendwo oder? Nee. Nee. Das geht schon. Wie hast du das eben genannt? Individualisieren? Hm. Ja, das mache ich jetzt. In der Zug vielleicht eher schwarz. Ne? Der Zug hat auch jetzt neuerdings einen grünen Streifen. Echt? Ja, also nicht komplett, aber zumindest die Lokführerin hat jetzt einen grünen Streifen wegen Ökostrom oder sowas. Mm. Ja. Weiß ich auch nicht. Ich wollte auch eigentlich journalen heute im Zug. Mhm. Und? Ja, dann. Erstens ist der Originalzug ausgefallen. Es gab aber glücklicherweise einen Ersatzzug. Aber der hatte viel weniger Wagen, das heißt, der war total voll. Sprich, ich musste auf dem Fußboden im Gang sitzen, weil es so voll war. Also es war jetzt ja nicht so eine lange Fahrt. Von daher war das in Ordnung. Aber dann hat sich irgendwie so eine Frau zu mir in den Flur gesetzt, die sich erst darüber aufgeregt hat, dass die Toiletten alle so dreckig sind und überhaupt nicht benutzbar. Das ist auch mehr Informationen, als man sich wünscht. Ja, und dann. Ach, tatsächlich, ja. Ja, und dann habe ich. Ich war halt eigentlich da, ne? Also ich saß auf dem Boden und habe da halt meinen Hobonichi-Eintrag gemacht, weil ich dachte, naja, egal, mache ich es halt auf, wenn ich auf dem Boden sitze. Und dann hat sie halt die ganze Zeit angefangen, mich voll zu quatschen mit irgendwas, wo sie gerade hinfährt und was ihre Kinder machen und teilweise auch sehr detailliert.
intime Details, die ich wirklich nicht wissen wollte. Und dann meinte sie am Ende noch so, bevor wir ausgestiegen sind, so, oh, ist ja schön, dass wir uns so gut unterhalten haben, so ging die Fahrt viel schneller rum. Ja. Und ich war so, Ja. Aber okay, es, ja, die Fahrt ging dadurch wirklich relativ schnell rum. Was soll ich sagen? Okay, wenn ich jetzt schreibe, vielleicht machen wir dann doch mal kurz Pause. Ja. Achso, oder soll. Warte mal, was kann ich denn noch? Soll ich nochmal irgendwie zeigen, wie ich das. Achso, aber dann rede ich und du kannst auch nicht schreiben. Ja, doch, ich kann schreiben, während du redest. Okay. Ich kann nur nicht dabei selber reden. Warte, ich kann ja hier mal die Einkäufe. Ich pack mal die Einkäufe vor den Tisch. Hast du ein bisschen mehr Platz? Sei denn, du möchtest auch hier so ein Bärchen verwenden? Nee. Moment, Stunden später. Warte, die sind noch nicht sauber gemacht. Also, kann ich ja machen dann. Ist aber nicht so schlimm. Jetzt hast du aber einen Hobonichi auf deinem Schreibtisch. Kommen wir zu deiner Saubermachreinigung. Das reicht so. Und willst du das mal zeigen, was du da gemacht hast? So, von Claudi abgeguckt, ehrlich gesagt. Das ist so eine CD-Hülle oder eine, wo Stempel drin waren. Und dann habe ich links einfach mit Klettband so ein Schwammtuch und rechts ist so ein. So eine Stempelreinigungstuch und dann mache ich immer einmal. Jetzt geht es gerade los. Vorführeffekt. Ja. Also. An und dann noch mal ein bisschen nass und dann so. Und das ist dieses. Von. Also sie hat das, glaube ich, von Stampin' Up. Das hat sie mir mal geschenkt. Okay. Jo. Ja, und dann habe ich noch die zweite Stempelreinigungsmatte. Das wird ausgestattet. Und da habe ich beim. Ich habe jetzt keinen mehr benutzt hier. Darf ich? Oder? Ja, klar. Ist nicht sauber geworden beim letzten Mal. Wollte ich. Kleiner Schatten noch. Den hatte ich gerade noch. Aber das, also immer wenn das so die tieferen Schichten. Ja, gut, ganz sauber kriegst du die ja nie. Normal. Willst du den Pesto-Dealer bei dir hier auch drin haben? Kannst du reinkleben. Was wird dazu gehört zu unserem Tag? Ja, finde ich schon. So. Kannst du das mal in den Tischmüll schmeißen? Da? Ja. Da! Ist natürlich nicht geordnet, ne? Das interessiert keinen. Ich kaufe mir. Ich habe irgendwie so. Halt A5 Ordnung, ganz normal von Hölletz. Und dann nähe ich mir immer einfach so Abschnitte weg in so Klarsichtfolien, manchmal quer, wenn man es quer haben will. Manchmal längs, je nachdem halt. Oder eben. Ich finde es ziemlich cool. Ich finde alles cool. Oder halt nur auf die Hälfte für die Sticker und so. Dann kannst du das so durchblättern. Ist ein bisschen wie einkaufen gehen. So, finde ich immer, wenn es schön präsentiert ist. Ja, das stimmt. Ich glaube, das Problem haben wir ja alle, dass wir unsere Sachen schön nicht sehen. Aufbewahren müssen. So, gut. Ich muss hier weitermachen. Ich habe auch ein bisschen Abgabendruck, aber vielleicht kann ich noch. Aber ich müsste mal, was kann ich denn noch erzählen? Du keine Ahnung, du kannst alles erzählen. Wie bist du zum Hobonichi gekommen? Was findest du aktuell bewegend? Was hast du als letztes gekauft? Was? Keine Ahnung. Denn als letztes gekauft. Oh Gott, ich hab sehr viele Stempel gekauft. Die sind noch nicht da. Warte mal.
Müsste ich einmal kurz. Ich hatte irgendwo. Irgendwo gab es Löschpapier. Hier ist auch eins drin. Bin hier nämlich gerade schon einmal durchgewischt. Danke. Ja. Ich versuche dich mal hier zu malen gerade. Okay. Das ist so cool. Ja, du warst bei deiner letzten Bestellung. Ja, ich bin ein bisschen irgendwie bei so einem Stempelshop eskaliert. Und das ist natürlich gar nicht gut, wenn sowas passiert kurz bevor die Hobonichi-Bestellung ansteht. Das ist immer gefährlich. Aber Stempel, also Stempel, da habe ich ja auch so einen Softspot, ne? Also, wenn ich ehrlich bin. Ja, aber die sind halt, ich finde das auch, weil so ein Sticker, der ist halt irgendwann alle. Ja. Und dann kannst du ihn nicht mehr benutzen. Stempel sind so. Die kannst du aber tausendmal benutzen. Das ist nachhaltig, ne? Du kannst ja verschiedene Papiere machen, dann sind sie jedes Mal noch anders. Ja. Die kriegen mich auch immer. Ich bin da so. Ja, das ist aber. Ich bin da leicht zu begeistern, leider. Aber stimmt, Stempel hatten die gar nicht da in diesem Maidukini-Ding. Nee, das wird mir noch fehlen. Ja. Ich krieg mit Armen voll. Ein bisschen lang. Bin ja nicht so groß. Ja, ich hatte jetzt sehr lange Arme dir gegeben. Ja, wenn man dann so in der Zeichnung, wenn man dann mit ein bisschen Abstand guckt und sieht, oh, du kannst dich ohne Sorgen in den Kniekehlen kratzen, ohne dich zu bücken. Das wäre gar nicht mehr so unpraktisch. Dann hätte ich auch nicht mehr das Problem, dass ich oben an die Regale nicht rankomme im Supermarkt. Ich bin jedenfalls sehr zufrieden mit der Shopping-Ausbeute heute. Ist schön, oder? Mal einmal so in so einem echten, echten Laden. Und ich meine, also, ja, man geht mal Stationery shoppen in halt im Idee oder mal in irgend so kleinen Geschäften, die halt mal 3 Rollen Washi-Tape haben und ein bisschen Motivpapier. Aber nie, dass man so eine Auswahl. So viele Sachen einfach auf einmal hat. Also, das Geschäft ist wirklich nicht groß. Also, ist ja nur ein Raum, wie so, also das ist halt so ein Mall, ne? Mhm. Und es ist halt ein, wie so ein Zimmer, das im Gang steht, ja. So mit Käfig. Wie groß ist das? 15, 20 Quadratmeter? Mhm. Also es war wirklich, ich war erschlagen, als ich da reinkam, wirklich. Ich habe nur gehört, wie du gesagt hast, oh nein. Ich war dermaßen überfordert, ehrlich. Aber ja, es ist schon. Ich habe ja auch überlegt, mal nach Japan zu fahren. Das echt? Würdest du das gerne? Ja, da sind halt so viele Menschen, wie das überall so ist in Asien. Ne? Mhm. Und ich bin im Urlaub eigentlich froh, wenn ich keine Menschen sehen muss. So, also zumindest halt nicht so. Also ich hasse das, wenn man an irgendwelche Touri-Hotspots fährt und da dann wirklich zertreten wird. Das ist für mich keine Erholung. Nee. So. Nee. Und das hast du in Asien, glaube ich, immer. Ja? Also Bekannte von uns waren da und die sagten halt, wenn du in München am Hauptbahnhof zur Rush Hour bist, so ist es da immer. Echt? Ja. Also gut, ich weiß jetzt halt auch nicht, wo die waren und so, aber ja. So, sorry ihr Lieben, wir mussten einmal kurz pausieren, damit wir unsere gesammelten Werke hier noch fertig bekommen. Ja, das sind die fertigen Ergebnisse. Warte. Grit, du hast eine mega schöne Seite gestaltet. Ich freue mich auch total. Danke. Ja, sehr gerne. Es war so ein schöner Tag.
Ja, ich wollte jetzt eigentlich unbedingt noch, dass Grit euch eure Stempelaufbewahrung zeigt, weil ich die mega cool finde. Ich pack das hier mal zur Seite. Warte. Also die gibt's schon, Andrea hat das, ne? Die hat das, glaube ich, als erste Mal gehabt. Das sind diese Acrylkästen in der Art, wie es sie bei Muji gibt, aber nicht die von Muji, ne? Die sind von Osco. Vom großen bösen Amazon. Ja, woanders gibt es die nicht. Okay. Osco hat keine eigene Seite. Und ich finde die so cool. Also, wenn man die Stempel sieht und die. Also Grit hatte mir vorhin schon gesagt, dass die Kästen bei Muji nicht so schlimm. Also ein bisschen flacher sind und dann die Stempel nicht so gut reinpassen, aber hier schon. Von der Höhe her, ne? Und ich bin ultra gehypt davon. Ich finde das mega cool. Also Ja, ich. ich bin halt ein fauler Hund, ne? Ich will nicht sauber machen. Wenn das, also wenn das so ein bisschen abgeschlossen ist, kannst du, staubt es nicht ein. Ja. So bin ich drauf gekommen. Das ist schon einfach cool. Also ich finde das mega, mega cool. Ja. Ja. Ja, liebe Grit, vielen Dank für den schönen Tag bei dir. Es Ich ging komme. so, die Zeit ging so schnell vorbei, ne? Das Ja, ist unglaublich. Ja. es ist wirklich Es war wahr. wirklich schön. Ja. Nochmal Grüße an Dine gehen raus. Genau. Dine, nächstes Mal kommst du auch. Grüße an unsere Planer-Community, oder? Ja, An an alle, alle. an meinen Planer-Buddy, an deine Planer-Buddies, An alle. an alle. Ja, ich denke, wir verabschieden uns jetzt damit. Ich muss nämlich gleich die Heimreise antreten. Schnief. Aber ja, hoffentlich hat es euch ein bisschen gefallen, unser Geplänkel. Und ja, wenn ihr mögt, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao. Ciao.